Freitagabend hier live in Köln. Wir sind hier für About Adam und haben hier David Marquez neben uns sitzen. Und ja, herzlich willkommen in Köln mal wieder. Du bist mal wieder hier und geht's dir gut soweit? Alles soweit wunderbar. Wann warst du das letzte Mal hier? Ich war das letzte Mal letzten Monat hier zu unserem Vor-CSD-Special. Ja, auch bei der Beats and Boys, bin Resident, also praktisch jeden Monat hier. Okay, gute Stimmung gewesen? Auf jeden Fall. Genauso wie heute, oder? Ich will doch hoffen. Also bisher, was ich gesehen habe, mega. Und ich hoffe doch auch, wenn ich gleich übernehme, auch noch. CSD, bist du viel unterwegs. Welche Städte hast du dieses Jahr schon abgeklappert? Also ich war in Berlin auf dem CSD-Truck von der Deutschen Bank. Dann war ich in Köln hier beim Beats and Boys Truck. Braunschweig steht noch an, in Frankfurt war ich für Aftershow-Partys und Opening-Partys. Und ich glaube, das war's. Nee, Hannover war ich noch. Okay. Was sind deine Lieblingsstädte für Partys? Meine Lieblingsstätte? Das ist, ich glaube, es ist auch eher partyabhängig, weil doch jede Party auch in den Städten unterschiedlich ist, wie ich sagen würde. Aber auf jeden Fall hier in Köln, das ist für mich sehr, sehr dankbar, weil ich hier meine Lieblingsmusik spielen kann und mich völlig ausleben kann. Und in manchen Locations bin ich dann doch ein bisschen eingegrenzt, was Musik angeht. Okay, also hier darfst du im Prinzip machen, was du willst, musiktechnisch. Das heißt dann, was spielst du dann am liebsten? Also hier mache ich so eine Mischung aus R&B, House Electro, vor allem mit Melbourne Bounce und Electro Beats. Also hier darf ich ein bisschen härter spielen als in anderen Regionen Deutschlands. Okay. Unterschiedliche Städte heißt unterschiedliche Musik. Wie würdest du das so ein bisschen eingrenzen? Gibt es da irgendwie so eine Tendenz? Man kann eigentlich sagen, je weiter man Richtung Osten geht, desto elektronischer wird es und je weiter man Richtung Süden geht, desto mainstreamiger oder breitbandmäßiger wird es. Okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil ich jetzt eigentlich so gedacht, so Köln ist auch so ziemlich elektronisch auch so ein bisschen, oder? Ja, im Westen hier ist auch elektronische Musik ganz beliebt, aber ich glaube, das hält sich hier auch teilweise relativ die Waage, vor allem wenn man die Szene jetzt mal alleine betrachtet. Okay, hast du eigentlich irgendwelche DJ-Vorbilder, die es so bei dir gibt? Vorbilder würde ich sagen in dem Sinne nicht, aber es gibt definitiv Produzenten, deren Musik ich super finde, weil sie genau in meine Sets passen und eben genau mein Ding sind. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich höre zu Hause andere Musik, als ich dann im Club letztlich spiele. Okay, privater Geschmack und Musikgeschmack, was so spielt, das sind immer verschiedene Sachen. Aber du produzierst auch, ne? Ja, ich produziere mit jemandem zusammen. Und der ist eigentlich Hardstyle-Produzent, macht aber mit mir jetzt Produktionen, ich sag mal, im Hausbereich, im elektronischen Bereich. Und da werden wir ein bisschen facettenreich produzieren. Die erste ist jetzt schon fertig, wird Titan heißen und ist auch so eine Future-House-Produktion. Okay. Was sind so deine liebsten Partys, wo du auflegst? Natürlich Köln, oder? Natürlich, hier die Beats and Boys. Wie ich aber auch schon sagte, ich kann mich hier auch auf jeden Fall auch ausleben. Aber das Schöne ist ja auch die Abwechslung. Wenn man über verschiedene Bookings auch Abwechslung in der Musik bekommt, dann ist es auch nicht immer das Gleiche, was man spielt. Weil sonst nutzt sich das ein oder andere Lied auch sehr schnell ab. Okay. Du bist gerade erst angekommen. Du kommst gerade direkt aus deiner Heimatstadt, oder? Ganz genau, ja. Okay. Morgen gehst du wohin? Morgen geht's nach Braunschweig zum CSD, zur offiziellen Aftershow-Party. Okay. Und da mache ich einen ganzen Abend alleine. Okay. Arbeitest du sonst auch mit anderen DJs zusammen oder machst du das immer nur alleine? Also ich hatte mal ein DJ-Team, wo wir dann zusammen auch angereist sind, ganz früher, mit DJ Timmy Flair. Das könnte auch einigen Leuten hier in Deutschland aus der Szene was sagen. Das ist Köln, oder? Ja, wir haben ganz am Anfang zusammengearbeitet, einige Jahre lang. Und das mache ich aktuell aber nicht mehr, aber es gibt einige Partys, da muss ich eben nur halbe Abende auflegen. Da ist zum Beispiel wie jetzt Miss Delicious jemand, der mich unterstützt. Okay, Miss Delicious ist ja natürlich auch in Köln eine bekannte Größe. Auf jeden Fall. Seit wann legst du auf? Ich mache das jetzt, also 8 Jahre in Clubs, okay. Diskotheken und Locations. So wirklich habe ich schon mit 14 angefangen, also nochmal 4 Jahre länger. Zu Hause natürlich erstmal und noch mit den guten alten Plattenspielern, weil viel mehr gab es noch nicht. Da kamen gerade mal die CD-Player so richtig. Also du bist noch einer der wenigen DJs, die auch, wenn man jetzt sagen würde, okay, der Laptop ist kaputt, kannst du mir Platten auflegen, du könntest es tun, ja? Ich könnte es tun, ja. Okay, das ist wahrscheinlich 98% der Leute heutzutage nicht mehr schaffen, die auflegen. Ja, wobei man auch sagen muss, dass es auch praktischer ist, wenn man die moderne Technik nutzt, weil wenn ich jetzt überlege, ich fahre morgen nach Braunschweig und muss mit 4, 5, 6 Plattenkoffern da ankommen, zumal auch viele Leute heutzutage den Anspruch haben, dass der DJ alles hat.
ist es natürlich dann auch ein bisschen schwieriger und besser, das so zu machen, wie es dann eben jetzt gemacht wird häufig. Man hat einfach weniger Schlepperei, ne? Genau. Also Laptop und Konsole und dann war es das, ne? Aber es ist tatsächlich nicht mehr so verbreitet. Ja, das stimmt wohl. Gibt es da irgendein schräges DJ-Erlebnis, was du uns mal verraten könntest, was dir so passiert ist? Irgendwie so ein ganz exklusives... Ja, ich glaube, so exklusiv weiß ich nicht, ob es das ist. Aber was ich auch schon erlebt habe, ist, dass ich am DJ-Pult gefragt wurde von Leuten, die dann tatsächlich schon ein bisschen mehr im Tee hatten. Die haben entweder bei mir einen Wodka Bull bestellt oder wollten ihre Garderobe abholen bei mir. Ah, okay. Und du konntest ihnen die Jacke dann nicht geben? Ja, das war leider nicht möglich. Ja, schade. Und Wodka Bull... Okay, also das ist das Schlimmste, dass jemand seine Jacke bei dir abholen wollte. Vielleicht ja? Das Schrägste. Das Schlimmste... Also was wirklich Schlimmes ist mir da noch nicht passiert. Okay, wie gehst du sonst mit Wünschen aus? So, ich möchte jetzt mal gerne Helene Fischer hören. Helene Fischer? Ja, das ist so ein Ding. Ich hatte ja damals einen Facebook-Post gemacht, genau zu diesem Atemlos-Lied, und hat sie gesagt, dass ich sowas in der Disco nicht spiele. Ich habe es tatsächlich im Original nie gespielt, aber irgendwann war ich gezwungen, es zu spielen. Weil einfach die Wünsche dann doch sehr eindringlich waren. Ja, es gibt schon eine ziemlich coole Hausversion davon, oder? Ja, tatsächlich. Und die habe ich dann auch gespielt. Und damit haben die Leute sich dann auch zufrieden gegeben. Okay, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für das Interview. Und wir wünschen dir natürlich einen schönen Abend und viel Spaß für deinen Gig jetzt gleich. Und wir hoffen, wir sehen dich gleich bald mal wieder hier. Ne? Ich danke dir. Schönen Abend noch.